Dann kommen wir jetzt zu Sonnenpluto. Also, wenn man Mond-Pluto und Sonne-Pluto vergleicht, sowohl an der Oberfläche dieser Konstellationen als auch, wenn man schon immer tiefer geht, dann ist es relativ lange so, dass die Konstellationen sich einfach sehr ähneln. Das ist einfach. Natürlich wisst ihr, wissen wir, Sonne hat immer was mit dem Papa zu tun, der Mond immer mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Insofern unterscheiden sich die Konstellationen dann durchaus schon im Sinne der entsprechenden Bezugspersonen, auf die die Konstellation verweist. Außerdem wissen wir, die Sonne ist das Prinzip des Bewusstseins, der Mond ist das Unbewusste. Insofern kann man sagen, dass Inhalte von Mond, Pluto schwerer ins Bewusstsein hochzuholen sind, also so ganz generell, als bei Sonne, Pluto. Also das sind schon so einige Unterschiede, ja, die sich dann grundsätzlich ergeben. Aber bis in eine gehörige Tiefe runter sind die eigentlich sehr ähnlich. Da geht es halt auch immer um die Versuchungen, um die Verheißungen, um Macht, um Ohnmacht und so. Das ist eigentlich sehr ähnlich. Wenn es allerdings doch tiefer geht, ist es hier natürlich schon auch, wie bei allen anderen Konstellationen, so, dass sie sich dann gegen auch ähnliche oder bisher ähnliche Konstellationen doch sehr, sehr unterscheiden. Ich würde aus der heutigen Sicht sagen, Sonne Pluto ist ganz unten auf dem Grund, soweit ich den kenne bisher, eine Konstellation, die nach wie vor alles das tut, was Mond-Pluto auch tut oder ist, Mond-Pluto auch, Versuchung, Verheißung und so weiter, aber es gibt eigenartigerweise, es gibt ein Phänomen in der Tiefe von Sonne-Pluto, was man eigentlich da gar nicht so vermutet, so nach dem Motto, 1 und 1 wäre doch eigentlich 2, da gibt es ein Phänomen, das nenne ich Hoffnung. Man könnte sich das bildlich, was ich jetzt hier meine, folgendermaßen vorstellen. Pluto ist natürlich die Dunkelheit oder die Finsternis. Sonne ist natürlich das hellste Licht. Allerdings Sonne, Pluto, ein Licht in der Finsternis, aber dieses Licht ist nicht nur Licht und Finsternis ist nicht nur Finsternis, sondern Licht ist hier Leben und Finsternis ist hier Tod. Also ist das eigentlich eine Konstellation, die sagt, während du stirbst, wirst du geboren. Nun, das ist ja so, rein biologisch allein schon gesehen, beginnen wir im Moment unserer Geburt schon zu sterben. Ja? Und irgendwann sterben wir auch physisch natürlich. Aber in der Zwischenzeit gibt es immer wieder Momente, in denen man, um es jetzt ganz vereinfacht mit den gleichen Worten wie eben zu sagen, wo man nicht unbedingt das Gefühl hat, dass man dauernd stirbt, sondern dass man auch lebt oder auflebt. Also, und dieses Aufleben, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Wort, Aufleben, was ja bedeutet, es ist nicht einfach nur so Leben, sondern es ist ein Aufleben, so wie ein Aufflackern, wie ein, es kommt wieder. So, dass dieses Wort Aufleben ist wichtig für Sonne Pluto und soll
also so würde ich das übersetzen auch, soll bedeuten, es gibt selbst in dem Prozess des Sterbens, also im extremen Sinne ausgedrückt von Geburt an, oder aber auch natürlich im Sterben an sich, wenn es dann mal soweit ist, gibt es immer wieder ein Aufleben von. Und was da auflebt, das kommt natürlich auch wieder auf den Einzelfall an. Es gibt zum Beispiel Menschen, die, also nehmen wir jetzt mal das tatsächliche Sterben so, ja, also wenn es jetzt wirklich länger dauert, ich meine jetzt nicht von einer Sekunde auf die nächste, da leben zum Beispiel Erinnerungen auf, was mal war. Oder es leben Beziehungen auf, was sehr häufig passiert, was ich oft schon gehört habe, zwischen Kindern und Eltern. Also wenn ein Elternteil so stirbt und so, dann leben plötzlich die Beziehungen auf. Also nicht unbedingt immer, das ist gar nicht jetzt bewertet gemeint, immer nur im Positiven oder so, ja. Aber da kommen ganz viele Dinge halt hoch. Genauso ist es, auch wenn ein Mensch, also jetzt nicht unbedingt im Sinne des Sterbens, aber man weiß ja, so bei immer älter werdenden Menschen werden so bestimmte Macken, die sie haben, die leben auch immer mehr auf. Dann verfallen die immer mehr in Verhaltensweisen, die schon irgendwie ein bisschen da waren, aber die werden dann plötzlich viel deutlicher. Also da kommt irgendwie immer noch mal was zum Vorschein, also wird sozusagen noch mal immer neu geboren. Und das, ich sag mal jetzt so, das Gefühl oder den Eindruck, den ein Sonne-Pluto-Mensch, wenn er so auch längere Zeit schon auf sein Leben zurückgucken kann, hat, ist, dass er oft, könnte man so sagen, aus der Hoffnung gelebt hat. Aus der Hoffnung gelebt, im Sinne, dass der Moment, wo er in der Hoffnung lebt oder aus einer Hoffnung lebt, wie ein Aufleben empfunden worden ist. Normalerweise ist ja dieses Wort Hoffnung dem Jupiter vorbehalten. Dem Jupiterhaften. Und das ist ja auch völlig richtig. Ja? Aber es gibt Konstellationen, in denen das Prinzip der Hoffnung in der jeweiligen Weise, also jetzt hier gemeint im Sinne von einem Aufleben, auch existiert. Genauso wie, ich gebe mal ein anderes Beispiel, der Begriff Aggression gehört normalerweise zu irgendwelchen heftigen marsischen Konstellationen, Mars, Pluto, Mars, Saturn und so weiter. Aber zum Beispiel eine Mond-Saturn-Konstellation hat massiv Aggressionen in sich, weit unter der fühlbaren Ebene, so nach dem Motto, wenn ich aggressiv bin, dann das darf ich auf keinen Fall, weil dann werde ich nicht mehr lieb gehabt, weil beim Mond-Saturn geht es ja nur um lieb gehabt werden. Also da würde man auch eigentlich so erstmal nicht drauf kommen, dass das was mit Aggression zu tun hat, aber Mond-Saturn hat in der Regel sehr viele Aggressionen, also grundsätzlich angelegt. Ob jemand das auslebt oder nicht, kommt auf den Einzelfall an. Und bei Sonne-Pluto ist so eine Art von Hoffnung mit im Spiel. Man könnte vielleicht auch sagen, dass das zuweilen auch eine Hoffnung ist, es zu überleben. Also was gerade im Sinne des Plutonischen an vielleicht schlimmen Dingen passiert. Ja? Es einfach zu überstehen, es zu überleben. Und dieses Bild oder dieses Prinzip des Auflebens in schwierigen, auch dunklen Zeiten, überhaupt, dass das im Prinzip möglich ist, hat sehr viel nach meiner bisherigen Erfahrung mit Sonne-Pluto zu tun. Also man könnte sagen, die Leben, Sonne-Pluto ist so eine Konstellation, die einem Menschen in schwersten Zeiten hilft, aus der Hoffnung heraus zu überleben. Also im Prinzip, ob das das passt, das gelingt nicht in jedem Fall. Ja? Aber die Möglichkeit dazu ist gegeben. Und wenn das passiert, dann ist das jedes Mal wie so eine kleine Transformation. So dieses Überleben. Ja? Und als Bild dafür könnt ihr eben nehmen, dass die Sonne, also Sonne, Pluto, die Sonne auch an sich als am Himmel stehend, natürlich Licht symbolisiert. Und Licht ist in dem Falle Leben. Also immer sozusagen ein Licht
im Finsteren, was immer wieder kommt und man sich immer wieder daran ausrichtet. Weil das ist ja klar, wenn jemand, stell dir mal jemand vor, jemand ist in einem total finsteren Raum und plötzlich geht irgendwo ein kleines Licht an, dann guckt er sofort dahin. Das macht man automatisch. Man guckt sofort zu dem Licht hin. Ja? Und das ist das, also Sonne Pluto ist halt insofern eine extreme Konstellation auch, weil Sonne gleich Löwe, Pluto gleich Skorpion, das ist im Tierkreis ein Quadrat. Das ist Leben und Tod. Und die laufen bei einem Sonne-Pluto-Menschen immer parallel mit. Das ist, der wird immer zu Lebzeiten vom Tod begleitet. Und im Tod, aber immer auch vom Leben oder vom Aufleben. Ja, ja, natürlich. Könnten das auch Situationen sein, wo dieser Mensch, könnten das auch Situationen sein, wo dieser Mensch eben um das Leben, um sein Leben bedroht ist, wirklich körperlich bedroht ist? Und könnte es dann sein, dass das auch eine Reaktion von ihm dann sei, dass er es sogar annimmt, zeigt diese Konstellation, dass er sich nicht mehr dagegen zur Wehr setzt, klar, diesen Druck, die Sonne, ja, das ab, dass er sagt, und es kann sein, dass ich jetzt umgebracht werde, aber... Das kann man nicht ausschließen. Okay. Wobei, also wenn man es jetzt zum Beispiel auf jemanden überträgt, der schwer krank ist und der dann im Grunde genommen akzeptiert, dass er sterben wird, also ich sage es jetzt mal so, ja, 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 dann ist das aber auch eine Art von Aufleben. Also so sollte man das, wenn es um Sonne-Pluto geht, wir reden jetzt nur von Sonne-Pluto, so sollte oder könnte man das auch verstehen. Dieses Akzeptieren ist dann so wie so eine Art Befreiung, wie so eine Art Aufleben. Und da muss man sich nicht mehr gegen irgendwas wehren, zur Wehr setzen, was sowieso nicht möglich ist und so weiter. Also all das ist in Sonne Pluto ganz unten enthalten und ist eigentlich bemerkenswert. Weil bei Mond Pluto gibt es es nicht. Da gibt es halt was anderes, wovon ich gesprochen habe, aber da gibt es dieses Aufleben, das gibt es nicht. Insofern unterscheiden sich diese beiden Konstellationen in der Tiefe, Mondpluto und Sonnenpluto, in der Tiefe dadurch, dass Mondpluto wirklich die komplette Transformation vollziehen kann, im Prinzip, und Sonnenpluto immer so kleine Transformationschen. So. Ja, das ist nicht so umfassend bei Sonnenpluto. Aber letztlich ist sie dann auch erlöst, oder? Auch wenn es nur so eine Dachreise geht. Ja, natürlich. Ja. Und ist das Aufleben bezogen auf der Versuchung von Heißen, Macht und Ohnmacht? Bezogen auf das, sagst du? Oder weil du gesagt hast, habe ich schon wegen Akustik, habe ich nicht richtig verstanden. Ja, bezogen auf Versuchung, Verheißung, Macht und Ohnmacht, weil du gesagt hast, das ist lang gleich, da sind sie ähnlich und tun ähnlich und dann gibt es was anderes. Ja, es hat dann einfach ein bisschen was damit zu tun, dass es ist ja so, Pluto, genauso wie Saturn, Konstellationen, bauen immer Druck auf. Und in Versuchung geführt werden oder einer Verheißung doch zu folgen oder nicht, ist ja auch eine Form von Druck. Das ist eine Form von Druck, unter dem man steht. Soll ich das jetzt nur machen oder besser nicht? Oder eigentlich will ich ja und nein, das darf man ja nicht. Das ist auch Druck. Und dieses Aufleben, also ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage so beantwortet, wie du sie stellst, aber dieses Aufleben verringert den Druck. Also so meine ich es, so meine ich es. Das verringert den Druck. Dass man also sozusagen für einen Moment aus diesem Druck rauskommt, aus dieser, zum Beispiel aus der Versuchung, die da wartet und lauert, ob man ihr denn erliegt. So meine ich das bei Sonne Pluto. Ja, eben, das habe ich auch gefragt, ob der dann
in der Versuchung, plötzlich kommt Licht rein, kurzes und dann anders den Weg genau. gehen kann. Ja, genau. Weil, also Aufleben als ein Begriff für die Sonne, nachher in Kombination mit dem Pluto, dieses aus der Hoffnung leben. Ja, also dieses Aufleben ist dann in Kombination mit dem Pluto das aus der Hoffnung leben, immer wieder Hoffnung schöpfen. Dieses Ausleben ist ja, das ist so wie, als wenn man der Versuchung entkommt. Wenn man ihr nicht entkommen würde, würde man ihr erliegen. Und da kann man darin umkommen. Also, ich kann ja immer bloß einen Satz auf einmal sagen, ich will immer manchmal 3, 4 Sätze auf einmal, aber in einer Versuchung, wenn man der erliegt, kann man darin umkommen. Das kann tödlich sein, also seelisch, körperlich, geistig, egal, das kann tödlich sein. Und Aufleben ist das Gegenteil davon, weil man lebt ja, man bleibt ja am Leben. Deshalb im Kern ist die Konstellation, was ich vorhin ja noch schon sagte, das ist der Widerstreit zwischen Tod und Leben, zwischen Leben und Tod. Und weil es ein Widerstreit ist und die Konstellation ein Leben lang erhalten bleibt, laufen die beide immer parallel durchs Leben. Was ich hier so sage zu den einzelnen Konzeptionen, stell dir mal vor, jemand kommt mit einer Sonne-Pluto-Geschichte zu euch. Ne? Ihr sagt, oh, Sonne-Pluto. Dann sprecht ihr mit ihm und so weiter. Vielleicht gibt es mal eine Situation in dem Gespräch, wo ihr ihn fragen könnt, was ist denn mit deiner Hoffnung? Könnt ihr ja, macht das doch mal. Was ist denn mit deiner Hoffnung? Und dann achtet mal drauf, wie die Reaktion ist. Ich meine, es kommt natürlich auf 1000 Sachen an, auch das Entwicklungsniveau, Bewusstseinsgrad und so weiter. Aber weil ihr stellt dann eine Frage wirklich in den Kern der Konstellation hinein. Ja, was ist denn damit? Weil vielleicht lautet die Geschichte oder die klingt nach vollkommener Hoffnungslosigkeit. Was ja sein kann, auch bei Sonne-Pluto natürlich. Aber dann kann man fragen, was ist denn mit deiner Hoffnung? Und das ist eine Frage, die sich auf den Kern der Konstellation bezieht. Also die ist nicht falsch, die ist punktgenau richtig. Und jemand, der sich da zu weit schon entfernt hat oder in Versuchung geführt wurde oder sich selber und so weiter, das kann sein, dass der das mit der Hoffnung völlig vergessen hat. Weil da ist schon so dunkel überall, hat es vergessen. Aber trotzdem könnte er aufleben. Jetzt, ja, ich denke, das wird ein Beispiel von unserem Sohn, die Freundin, die ist von, oder halt von Oberösterreich jetzt dann auf Radeberg gezogen, oder? Aber die hat Heimweh jetzt 1,5 Jahre nur Heimweh, oder? Aber sie hat immer die Hoffnung, oder? Halt, sie bleibt da, oder? Und die Hoffnung ist immer da, dass es irgendwann einmal anders wird mit dem Heimweh, oder? Und sie hat also. Sie hat Sonne-Pluto. Ja. Ja, gut. Okay, also selbstverständlich kann man das als ein Beispiel nehmen. Allerdings muss man natürlich, wenn es um einen realen Menschen geht und nicht nur ums Prinzip, muss man mal gucken, ob das Heimweh nicht auch noch, also ja. Das Heimweh hat ja mit Sonne-Pluto eigentlich nichts zu tun. Höchstens in dem Sinne, dass das Heimweh vielleicht so eine Versuchung ist, die immer wieder so nahegelegt wird, nach dem Motto, komm doch wieder zurück oder so. Aber da muss man mal gucken, ob sie, da müsste man nach den Mondkonstellationen gucken. Mond-Uranus. Oh. Also der Mond in Elf. Okay, hat sie denn noch einen Mond-Saturn oder einen Mond-Pluto? Okay, wenn sie nur einen Mond-Uranus hat, dann hätte sie schon mal ein wunderbares Gleichgewicht zu Sonne-Pluto.
Mond Uranus hat kein Heimweh. Klammer auf, kann er doch haben, aber das ist dann so ein ganz eigentümliches Heimweh. Das ist so ein Heimweh, was nicht im klassischen Sinne ein Heimweh ist, sondern das ist ein Heimweh nach dem Heim überhaupt. Weil das hat man ja gar nicht. Beim Mond Uranus bist du ja heimatlos. Bist du Nomade. Und da kann man auch Heimweh haben, aber nicht nach einem bestimmten Heim, sondern das ist eher so, wo bin ich denn in der Welt zu Hause? Das muss man dann auch noch unterscheiden. So, ne? Und also, das ist das, was ich jetzt hier auf die Schnelle, ohne das Geburtsbild zu sehen, sagen kann. Ja. Aber wenn die Sonne Pluto hat, kann man das sicherlich, also diese Hoffnung, auch mit auf diese Konstellation schieben. Okay, ich will da mal nicht weiter nachfragen.